Ja, Mahlzeit. Willkommen zurück zu, ja, Let's Play Kill It With Fire. Habe ich seit einer ganzen Weile lang nicht mehr gespielt. Eine ganze Weile bezeichnet hier in diesem Fall irgendwie einen Monat oder so. Man ist einfach nicht dazu gekommen. Ich möchte das aber nicht einschlafen lassen, weil es macht einfach Bock, Sachen in die Luft zu jagen. Hand aufs Herz, es macht Bock, Sachen in die Luft zu jagen. Speziell Spinnen in die Luft zu jagen. So, ja, wenn euch der Plan bzw. das Spiel hier gefällt, was ich mache, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde ich mich extrem darüber freuen. Genauso wie konstruktive Kritik oder was ich eventuell noch spielen könnte. Ich bin da sehr offen für Vorschläge. Gibt einiges, was ich im Blick habe, was man eventuell machen könnte. Okay, aber das wäre vielleicht etwas für die Zukunft. So. Ich erinnere mich, wir waren letztes Mal auf einer Tankstelle. Auf einer Tankstelle. Ich weiß aber nicht genau. Warte mal, Erstkontakt nach Abwicklung. Ne, wir hatten noch mehr. Warte mal, Speicherplatz wechseln. Ich bin auf dem falschen Speicherplatz. Schwupp. So, und jetzt? Ja, jetzt haben wir genau. Nahbegegnungen hatten wir. Häusliche Pflichten hatten wir. Tief im Spinnenbau hatten wir das schon. Nee, also an diesen Garten kann ich mich nicht erinnern. An den Garten kann ich mich gar nicht erinnern. Und Sammellands Garten des Bösen? Ich glaube, das wäre die nächste Stufe gewesen, die wir hätten machen müssen. Nach der Tankstelle. So, weil an der Tankstelle konnte man am Ende schon sehen, dass dann irgendwie so ein Garten kommt, so ein Zen-Garten. Ich glaube, das probiere ich jetzt mal aus. Upgrades, brauche ich noch irgendwelche Upgrades? Verbleibende Punkte 10. Kerosin getränkte Kugeln. Verleihe deinen Kugeln den Extra-Kick. Es besteht die Chance, durch Schüsse Dinge zu brennen zu bringen. Geil. Will ich. Verbleibende Punkte 0. Den Rest habe ich sowieso noch nicht gesehen. Okay. Na dann. Garten des Bösen. Man ist gespannt. Hey, Klarlage. So, wo bin ich jetzt hier? Ach ja, genau. Das ist genau, ne, genau die Situation. Da drüben ist die Tanke. Und diesmal ist sie sogar wieder ganz, wie man da sehen kann. Töte eine Netzspinne. Heikle Lage. Okay. Miep, miep, miep. Es geht sofort. Du willst mich verarschen. Es geht sofort los. Sprengung. Die leise Pistole. Was haben wir hier? Den Staubsauger hatte ich noch. Okay, warte mal. Ich glaube, ich möchte einmal gucken, was ich sonst noch so verwenden könnte. Ich glaube, die leise schallgedämpfte Pistole hatte ich deswegen mitgenommen, weil ich da noch so viel Munition habe, oder? Nee, habe ich gar nicht so viel Munition. Wo habe ich denn noch vernünftig Munition? 2,8. Okay. Und du, 6,6. Tatsächlich habe ich für die schallgedämpfte noch am meisten Munition. Okay. Dann nehmen wir erstmal die schallgedämpfte. Ansonsten soll ich das Spray mitnehmen? Nee, die Käsebällchen brauche ich wohl erstmal noch nicht. Staubsauger, Energy Drink. Bum, bum, bum. Was mache ich mit dem Benzin? Wahrscheinlich gießen und so einen ganzen Landstrich irgendwie unter Dampf setzen, ne? Irgendwie sowas. Das könnte man ja eventuell nachher versuchen, wenn es heißt, töte möglichst viel auf einmal oder so. Das wird ja bestimmt irgendwann der Fall sein. Das heißt, wie mache ich das jetzt am blödesten? Die Bratpfanne, die habe ich noch auf der 5. Das. Dann könnte man ja eigentlich mal irgendwas anderes nehmen, ne? Pass mal auf. Ich werde mal die Schrotflinte auf die 2 setzen. Das andere auf die 3. So. Und Klatsch. Wo seid ihr? Ich muss hier alles vernichten. Hinten fliegt er weg. Ist
hier noch irgendwas drunter? Da ist auf jeden Fall auch eine drunter. Die sprühen so eine Scheiße auf mich. Haha, hast du die gedacht? Du mieses Stück. Jetzt weiß ich auch, was die mit Netzspinnen meinten. Aha, aha. Ey. Nachladen. Wo seid ihr, meine Freunde? Warte mal, da drüben, da ist noch einer. Aber da muss ich erst noch ein paar für umbringen von... Tschüss. Bist du tot? Bist tot. Okay. Gut. Du bist tot. Da drüben haben wir noch welche. Wo? Wo? Da sehe ich noch eine. Tschüss. Die fackelt gemütlich ab. Also die Netzspinnen. Also es gibt... Interessante Spinnenarten tatsächlich. Da haben die sich echt was einfallen lassen. Klatsch, klatsch. Ein laufender Stein. Tschüss. So. Ist noch mehr. Wo ist hier? Muss ich erst dieses ganze Teil entzünden? Ich glaube, ich bin wieder viel zu freundlich, ne? Oder? Soll denn da noch eine sein? Unter diesem Teil? Tatsächlich. Bleib mal oben liegen! Haha! Du gemeine Sau! So! Wir schicken sie zur Hölle. Hier läuft irgendwas? Was läuft hier? Die Schrotflinte gefällt mir gerade echt. Die ist echt schön. Wo bist du? Da bist du. Da lief gerade noch was. Hast du dir gedacht? Du Stück. Du Mieses. Na komm. Versuch darauf, mich zu schießen. So, Ende aus. Aus die Maus. Ach, warte mal, dieser Feuereffekt, das ist jetzt bereits schon von den Kerosinkugeln. Ja, vernünftig. Genauso wie das sein soll. Hier sind überall... Hier sind drei Spinnen. Unter jedem Stein eine Spinne. Weißt du was? Also, ist ja jetzt nicht hier. Nee. So. Erstmal ordentlich einen drauf machen. Okay, doch nicht. Nein, auch nicht. Wo ist denn genau so? Jawohl, brenn! Boah. Jawohl! Ziel erreicht, heikle Lage. Ja, sicher das. Es tut mir leid, ich muss leider hier alles vernichten, ne? So. Sonst noch irgendjemand? Nein, was ist das? Oh. Schön. Das dürfte Batterien oder sowas gewesen sein. Ich habe gerade vergessen, was das ist. So, ist hier jetzt noch irgendetwas lebendig? Außer eventuell Pflanzen? Wo? Na, Bier! Ich will dir doch nichts. Außer dich umbringen, natürlich. So. Schön, sehr schön. Das Blütentor. Nein, wie putzig. Nein, wie putzig. Was ist denn hier? Mann, Mann, Mann. Du bist ja... Oh, warte mal. Wie drehe ich den jetzt am besten?
So ein komischer Löwe. Naja. Gut, das heißt, ich darf jetzt hier durch. Darf ich jetzt hier durch? Gerade mal gucken. Töte eine Netzspinne. Okay. Hab ich ja schon mehrmals. Durch das Blütentor. So. Hatte ich da hinten irgendwas vergessen? Tatsächlich hatte ich noch was vergessen. Du willst mich doch arschen. Komm her. Klatsch. So, muss ich eben... Luke. Hier steht ja auch noch was rum. Jeden Stein umdrehen. Es könnte ein Upgrade darunter sein. Oder eine Batterie oder so. Was ist das? Leuchtfeuer. Neues Ziel. Oh, ich habe die Flagge gar nicht als ein Ziel wahrgenommen. Das war jetzt gerade Zufall. Was heißt denn hier Leuchtfeuer? Löse das Rätsel 1 von 3. Löse das Rätsel 1 von 3. Welches Rätsel? Schön, also löse das Rätsel. Ich habe bereits ein Rätsel gelöst, von dem ich noch nicht mal wusste, dass es überhaupt existiert. Das ist wunderschön. So, was ist das hier? Oh, geil, so ein Rasentrimmer. Ich glaube, ich brenne aus. Da ist nämlich einer. Sau, du miese Stück. Fuck, das gibt's doch gar nicht. Fuck. Bist du im Sack? Ich glaube, das war eine Springspinne, ne? Ja, du bist im Sack. Gut. Was ist das für ein wundergeiles Teil? Jawohl. No. Der Mörder ist nämlich immer der Gärtner, mein Freund. No, alles klar. Rababam, komm her. Du kannst springen, wie du willst, ey, blödes Vieh. Leben imitiert Kunst. Ist schön, wusste ich vorher. Okay, hier ist erstmal nix. Das war alles durcheinander bringen. Obwohl, warte mal. Die Flinte hat ja gerade keinen Dampf, ne? War das Molotow-Cocktail? Ist vielleicht auch eine Idee, ne? Alle Steine mit den Spinnen drunter auf einen Haufen legen, Benzin drüber, wumm. So, was haben wir denn? Oh, du bist gerade so schön oben. Tschüss. So, du. Sind wir doch direkt schon... Dich da hinten. Fuck. Auch keine Munition mehr. So. Wumm. Schmeißt man eben mal einen Molly. Ist doch egal. Hauptsache ist... Brett an. Oh, guck mal, die ganze Hütte brennt ab. Ho, ho, ho. Die ganze Hütte brennt ab. Ist das ja hervorragend. Ja gut, also... Die hat keine Muni mehr. Die hat keine Muni mehr. Im Wald. Den... Geht ja auch. So. Noch irgendjemand. Hier sollte noch... So. Hier. Du. Runter. Hallo. Was? Da hinten. Hey. Ich muss mal genau treffen mit diesem Radlegen. Ich dachte, der hätte so einen kleinen Radius, aber man muss tatsächlich den Löres von diesem Benzinteil, muss man tatsächlich direkt auf die Spinne halten. Sonst funktioniert das nicht. Oh, hier hat es aber ganz schön geflänzt, hat es hier, aber 100%. Schön. Da drüben auch, was ist das denn? Soll ich da irgendwas hinstellen? Das sieht so aus, als müsste ich da irgendwas hinstellen. Dum, dum, dum. Was steht denn da oben drauf? Hä?
Boom. Okay. Ja, drin ist dann nichts mehr. Okay. Die Springspinne ist bestimmt toll, wenn man jetzt hier irgendwie so einen Stein aufnimmt und sich den dann anguckt. Direkt darunter ist eine Springspinne. Ist bestimmt ein Spaß für Jung und Alt. Auf jeden Fall. So. Soll ich die da hinstellen? Tatsache, ich soll die da hinstellen. Aber ich hab's ganz allein rausgefunden. Hier, wo es blinkt. Oh Mann. Ich bin doch so bescheuert schlecht in Rätseln. Ich kann gar keine Rätsel lösen. Warte mal, ich habe doch diese blödsinnige Blume. Da hinten war doch noch eine, ne? Oder? Nee, hier nicht. Wo habe ich die denn gelassen, die Blume? Warte mal. Hier war doch noch so eine von diesen Blumen. Genau hier. Hier, dieser. Flöht denn hier schon wieder? Ah? Ey, stirb! Endlich. Also irgendwie dieses Benzinteil hat jetzt ein paar Nachteile so langsam, ne? So, wo ist denn? Jetzt hab ich jetzt die Blume weggeschmissen. Ich glaube, ich bin toll, ne? Augenblick. Allgemeine Verwirrung. Hä? Ich muss doch eigentlich diese. Da ist sie doch hinten, die Blume. Das gibt's ja gar nicht. So, gib mir die mal. Die kommt dann nämlich jetzt oben hin. So. Und bevor ich jetzt noch mal irgendwo hingehe, will ich gerade mal. Nee, warte mal, du sollst mir mal nicht das Molly in die Hand nehmen. Ich erinnere mich aber doch, dass ich noch viel mehr von diesem Zeug hatte. Irgendwie kann es sein, dass ich vielleicht zwischendurch eine Mission gespielt habe, ohne es zu merken. Oder so. Weil das Ding ist, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wann ich zum letzten Mal hier Kill with Fire aufgenommen habe. Das ist ein echtes Problem. Okay, aber hier sehe ich tatsächlich keine einzige von den Spinnen mehr. Das ist ganz gut. Dann ist der Zen-Garten oder der Garten da hinten auf jeden Fall endlich mal komplett befriedet. So, du, du. Da hinten höre ich schon wieder irgendeinen Spaß. Hinten ist nichts, ne? So, das heißt, du Stein. Solchen Zeug. Ah! Oh, ich bin schon platt hier. Komm her. Ihr wollt es doch auch. Auf die Schnauze! So für den Spring, wohin du willst. Gib das mit der groben Kelle. So. Ich glaube, das war's, ne? Oder? 26 Spinnen, 1 von 6. Irgendwas? Warte mal. Ja, löse das Rätsel. Leben imitiert Kunst, löse das Rätsel. Okay. Ich hoffe, dass ich das jetzt gelöst habe irgendwie. Leben imitiert Kunst. Löse das Rätsel. Oder muss ich mir das angucken und. Nee, das ist nur Matsch, Matsch. Was heißt das mit dem Rätsel? Heißt das, dass ich mir diese Steindinger angucken muss, um das Rätsel zu lösen? Geh einfach mal weiter, ich kann hier nichts mehr machen. Also geht's weiter. Tudum. Hallo. Direkt mal diese Scheiße wegräumen. Was bist du? Du bist Arachnodex. Tracker-Update Arachnodex. Ja, Röms. Schön.
Sprengspinnen haben ihr volles Aufgebot an Spinnen. Viechers. Ich muss mich tatsächlich mal ein bisschen konzentrieren, um die alle zu finden. Ich glaube, ich schmeiße die alle nach vorne. Einfach alle Steine nach vorne schmeißen und anzünden. Ich glaube, das wäre noch das Beste, ne? So. Das mache ich jetzt auch. Weißt du was? Das mache ich jetzt auch. Schmeiß jetzt alle Steine nach vorne auf einen Haufen, da kommt da Fettbenzin drüber und dann wumm. Genau so wird das jetzt passieren. Alle da vorne zu diesem Teil, da hinten springen noch irgendwelche Steine rum, der Rest ist mir egal. So. Weg. Wenn du unbedingt was auf die Moppe willst, kriegst du was auf die Moppe. Du auch? Du auch. Das ist klar. Diese Sprengspinnen, die sind schon nicht ganz so schlau, ne? Kann das sein? Kommt. Wie kommt denn da hinten eine hin? Sag mir mal, wie da hinten ein Vieh hinkommt. Sind die durch die Wände gelaufen irgendwie? Jetzt ist hier keine einzige Spinne mehr, obwohl ich die eigentlich hier sammeln wollte. Hä? Ist irgendwie... Dann sind die tatsächlich weggelaufen, als ich die Steine geworfen habe. Mhm. Gut, hier hinten ist aber nichts. Hier hinten ist nichts. Bambus sieht schön aus. Und diese Hütte erst recht. Da unten. Ich habe dich gesehen. Matsch! So. Neues Ziel, enthülle die versteckten Pfade. Welche versteckten Pfade? Okay. Löse das Rätsel, enthülle die versteckten Pfade, löse das Rätsel. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal alles platt hier, ne? Dass mal alle Viechers hier platt sind und dann müsste das ja eigentlich sich zeitnah. Diese Geräusche immer, ne? Da müsste sich das ja eigentlich mit dem Rätsel dann auch zeitnah ausgehen irgendwie. So, wo ist hier das nächste? Kriegst du einen Drehwurm, du mieses Vieh? Komm her! Komm her! Blödsinniges Spinnennetz bringt dir überhaupt nichts. Warte mal, da oben. Ist doch irgendwas. Hier auch, ne? Klatsch! Oder? Ach, man, schon gespannt. Sperrt. Schließe zum Freischalten 5 weitere Ziele ab. Okay, Arachnohandschuh gesperrt. Was ist denn hier? Omega! Jacuzzi. Okay, also so ein Jacuzzi. Ein Whirlpool wahrscheinlich, meinen die damit, oder? Keine Ahnung, würde ich mal schätzen. So, hier irgendwas. Oh, Muni, Luke. Muni ist immer gut. Da war doch was. Ich habe doch gerade was gesehen. Da bist du nämlich, du Sau. Das habe ich nicht. Patsch! Aus dem Weg bist du. Ich muss mal ein bisschen Muni sparen gerade. Aber ich möchte gleich eigentlich sehr gerne mal wieder so richtig abgehen. Weißt du was, ich möchte jetzt so richtig ab. Das ist überhaupt eine sehr gute Idee. Nee, nicht zweimal, mal das auf die zwei hier. So, 135. Klatsch. Brenn.
Na, so sieht das nämlich aus. Machen wir mal ein bisschen Schicht im Schacht hier. Als mal ein bisschen gewalttätiger hier. So, wo ist Katzenhüter? Ach geil, jetzt muss ich diese Statuen da drauf packen. Ist herzallerliebst. Tut mir leid, ich muss hier leider. Leider alles abfackeln. Ne? Also, das gehört zu meinem Job dazu, dass ich alles abfacke. Was hier so rumkreucht und fleucht. So. Tschüss. Das ist nur die blöde Kiste. Was ist das? Muni. Schön. Sehr gut, sehr gut. Jetzt noch irgendetwas. Nee. Wo ist denn das? Gibt es immer noch welche? Ich habe schon alles abgefackelt hier. Wieso? Da gibt es immer noch welche. Gib mir das Ding mal. So. Oder bist du da drin? Ich glaube, die ist da drin, ne? Scheiße. Ich will da eigentlich rein. Hier bist du. Genau. Ja, sehr schön. So. Du dahin. Alles klar, dann kann man jetzt eigentlich diese ganzen Statuen aufsteigen. Beziehungsweise aufstellen. So. Ich glaube, das ist da vorne schon der Ausgang, ne? Und wie war das? Aber ich habe ja noch so viele Ziele, die ich eigentlich noch machen muss. Okay, dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich möchte aber zumindest ein paar dieser Rätsel jetzt überhaupt lösen. Obwohl ich gerade wirklich überhaupt gar keinen Plan habe, was hier irgendwie abgeht. Ganz im Ernst. Diese Katzenstatuen aufstellen, das sollte jetzt nicht das größte Problem sein. Aber wahrscheinlich, die haben alle unterschiedliche Größen. Unter Garantie muss ich das sortieren. Da, die kleine nach da, die kleine ganz unten und die größte ganz oben. Weiß ich nicht, irgendwie so. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen. Ich werde schauen, dass ich jetzt gleich vielleicht sogar noch weitermache und noch direkt eine zweite Folge aufnehme, weil ich Bock habe, das hier abzuschließen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn. Ciao.